Hallo und willkommen zurück zu Die Siedler 2. So, wir haben hier den roten Gegner, auf der anderen Seite den grünen Gegner, der ist hier durch ein großes Gebirge von uns getrennt. Da habe ich in den Kommentaren gelesen, dass wir da vermutlich nicht allzu viel von dem zu befürchten haben. Ich hoffe, das ist richtig. Und deswegen schicke ich jetzt mal unsere Soldaten hier aus den grenzfernen Wachhütten, Wachstuben und so weiter raus. So, zumindest aus einigen. So, das mache ich wieder auf. Hier bauen wir was hin. Es müsste hier vorbeigehen. Na, toll. Darüber geht's nicht. Okay, dann machen wir es folgendermaßen. Dann geht der Weg hier hinten lang. So. Kommt da noch eine Baracke hin. Eisenerz gefunden. Sehr schön. Hinten. Grenzfern. Hier vorne bauen wir noch eine Holzfällerhütte hin. Und hier oben auch. Ich muss jetzt gestehen, ich habe die Folge hier schon mal aufgenommen. Leider hat da aber da das Video geruckelt. Deswegen mache ich das jetzt nochmal. Und da werde ich jetzt den Plan verfolgen, den ich da auch schon in die Tat umgesetzt habe. So, wir schicken hier mal noch einen Geologen hin und einen Kundschafter hier daneben. Und dann machen wir Folgendes. Wir greifen hier mal an. Ich hoffe, das funktioniert. Ich hoffe, das kommt jetzt meinem ursprünglichen Plan nahe. Kohlebergwerk, Gebäude errichtet, Baracke. Okay. Hier vorne. Moment, ich gehe erstmal hier rein und stelle mal Militär um. Ja, die brauchen wir hier fast gar nicht. So. Wir brauchen weitere Bauernhöfe. Und hier vorne in der Ecke, da haben wir schon einiges an Bier, deswegen stelle ich mal eben bei der, wo war es denn gewesen? Hier stelle ich mal die Brauerei ein bisschen zurück, was das Getreide angeht. Da braucht man mehr in der, hier ist Zucht auch so, mehr bei den Mühlen. Das ist wichtiger. Und jo, so, dann bauen wir hier mal die Wege noch ein bisschen um. So, das wird jetzt hier radikal entfernt. Den Weg bauen wir hier rum, da eine Fahne hin und dann kommt der Weg dahin und so, zack, zack. Und den Weg von mir aus, ja, den machen wir gar nicht mehr. So, dann haben wir hier noch einen Weg. Der Weg hier gefällt mir auch nicht. Der Weg kommt dahin und der Weg. Ja, da braucht man auch nichts mehr neu machen. Kann man den Weg noch hier durchlegen? Nein. Ja, da reiße ich jetzt nichts ab, weil sonst hier die Waren verloren gehen. So, die Wachstube haben wir aber erobert. Das ist schon mal gut. Können wir hier rumbauen? Können wir nicht. Das war ja ganz toll. Bis darüber. Zack, 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 zack. Vorne ist Wasser, das sieht schon mal gut aus. Den Wachturm könnten wir auch bald erobern. Ja. Der soll sich mal noch ein bisschen erholen, der Unteroffizier. Wir gehen auch hier bald mal zum Angriff über, denke ich. Die Wachstube bauen wir noch aus zum Turm. Und da oben greifen wir an. Kohlebergwerk, Kohlebergwerk. Hier oben kriegen wir tatsächlich auch noch was hin. Na toll, da habe ich jetzt genau auf dem Feld des Bauernhofs gebaut, oder? Ist das hier ein Feld vom Bauernhof? Nein, ich glaube nicht. Der müsste hier oben seine Felder haben. Zumindest hat er da eins. Na, gucken wir mal, ob das so passt. Hier vorne müsste er da auch noch was anbauen können. Da kommen die Soldaten an. Okay, so, jetzt habe ich hier
Wo ist jetzt die Ecke gewesen, wo ich gerade die Wege umgebaut habe? Hier. Dann hätte ich hier gerne noch eine Bäckerei. Die Bäckerei haben wir da. Und einen Brunnen hätte ich hier auch ganz gern noch. Den bauen wir dann hier hin. So. Okay. Okay, okay, okay. So, das kann weg. Holzfällerhütten haben wir jetzt hier hinten gebaut. So, zumindest mal eine. Okay, die wird jetzt gerade nicht besetzt da hinten, die Hütte. Na toll, das liegt dann daran, dass ich hier das so eingestellt habe. Dann machen wir das mal so, dass da zumindest einer rein soll. So, und wir kämpfen hier hinten. Genau da. Die wollen wir ja erobern. Wir haben insgesamt ein bisschen wenig Nahrungsmittel, deswegen ist ja zum Beispiel auch hier das Kohlebergwerk nicht in Betrieb. Können wir hier die Wachstube ausbauen? Können wir nicht. Den Turm könnten wir angreifen, aber dazu müsste der Unteroffizier noch ein bisschen weiter genesen. Und dann machen wir das. Dann greifen wir da an. So, da oben der Angriff, der läuft noch. Schön wäre es, wenn wir dann hier die Wachstube auch noch angreifen und erobern könnten. Dann hätten wir hier das Territorium vom roten Gegner geteilt. Jo, Wachturm, da können wir mit zwei Leuten angreifen. Dann greifen wir den noch nicht an. Wir warten hier noch ein bisschen ab. Ah ja, guck mal an. Da haben wir was erobert. Verbinden wir mit dem hier. Hier rüber. Und dann schicken wir hier 1, 2, 3, 4 Biologen hin und 1, 2 Kundschafter und hier auch noch einen Kundschafter hin. Hier eine Fahne hin und einen Weg und dann den Weg mal hier runter und dann schicken wir hier auch noch 2, war es jetzt Geologen? Ich glaube nicht. Das haben wir errichtet, errichtet, errichtet. Sehr gut. Das ist die Barke da. Die wird direkt ausgebaut. Und wir sehen ja jetzt schon, dass wir unbedingt hier weitere Waffen brauchen. Ich glaube, das ist mit einer weiteren Schmiede hier nicht getan. Wir haben ja jetzt zwei. Eine ist hier. Eine ist da. Und die andere, die ist hier oben. Da oben ist die nächste Schmiede. Eisenschmelze ist bei 35%, haben wir ja noch, auch noch eine zweite Eisenschmelze. Die muss auch irgendwo hier in der Nähe sein. Ich gehe mal hier rein. Auf die Gebäude, wo haben wir sie? Da haben wir sie. Eisenschmelzen, wo sind sie? Das ist die hier. Eine hier, die haben wir schon gesehen. Und die andere, die ist... hier. Warte mal. Hier ist die Eisenschmelze, die kriegt keine Materialien. Und wo ist die Schmiede? Die Schmiede, die ist hier oben. Okay. Gar nicht mal so gut positioniert. Weißt du was? Ich glaube, die reißen wir hier an der Stelle ab und bauen die woanders hin. Eisenbergwerk haben wir errichtet. Dann machen wir das hier oben. Dann kommt hier eine Eisenschmelze hin und daneben eine Schmiede. So, jetzt müssen wir die noch verbinden können. Geht, sehr gut. Und hier rüber. So, Kohlebergwerk, Eisenbergwerk passt. Dann geht die Eisenschmelze hier offline sozusagen. Die wird abgerissen. Und die Schmiede hier, die reißen wir auch ab. Das bringt's dann nicht an der Stelle. Gut, Kohle haben wir gefunden. Sehr schön. Ist immer gut, wenn wir hier Rohstoffe finden. Da oben können wir noch eine Kohlemine einrichten. Und hier die Wachstube mal noch angreifen. So, und die Wachstube mit nur einem. Ja, das ist nicht so sinnvoll. Aber hier können wir noch was leer räumen. Die können wir noch leeren. Den Turm hier ebenfalls, denke ich.
Aber hier oben bräuchten wir Soldaten. Ja, wir brauchen dringend mehr Soldaten. Dazu brauchen wir aber mehr Lebensmittel. Wo können wir denn noch? Also hier oben wäre dann sicherlich bald mal Platz. Wenn die Bäume da alle weg sind. Haben wir noch irgendwo ein Areal, wo wir... Ah ne, Moment, das geht so nicht. So bin ich da noch die Kohle im Minen. Das geht erstmal wieder weg. Sehr schön, die haben wir... Da haben wir eine Baracke besetzt und ein Militärgebäude erobert. Sehr gut. Okay, das ist die, die wir jetzt gerade selbst gebaut haben, die Baracke. Und sehr schön, die Wachstube haben wir besetzt. Dann können wir jetzt hier oben endlich mal eine Fischerhütte hinsetzen. Das verbinden wir so. Und von hier aus... das geht nur über dieses Kohlebergwerk. Das reißen wir ab. Moment. Oh. Moment, das reißt man nochmal ab. Hier ist ein Bauernhof möglich, dann kommt da auch ein Bauernhof hin. Ganz klar. Das verbinden wir so und das verbinden wir zack, so. Jetzt sehe ich auf jeden Fall, dass hier ein Feld wäre. Naja, aber hier oben, da dürften noch Felder sein, die man bestellen kann. Gut, Fischerhütte, Wachstube, das passt soweit. Schauen wir mal, dass hier auch was abwerfen. Was hat er hier noch? Sägewerk, Fischerhütte, Holzfäller. Ich denke, der Wachturm wird nicht mehr allzu viele Soldaten haben. Ah, Gebäude ohne Arbeiter, die Bäckerei. Dann gehen wir mal eben hier in die Werkzeuge auf Nudelhölzer und dann schalten wir die Schlosserei ein. Ah, die dürfte dadurch innerhalb kürzester Zeit 6 Nudelhölzer hergestellt haben. Ah, okay. Ein, zwei können wir auf jeden Fall gebrauchen. So, die Baracke wird nach wie vor ausgebaut. Die Wachstube gehört ja uns. Und den Wachturm, den greifen wir an mit 3 Mann. Drückt die Daumen, dass da nicht so viele feindliche Soldaten drin sind. So, und hier oben, guck mal, da können wir den nächsten Bauernhof hinbauen. Und dann machen wir das auch. Sehr schön. Wir brauchen jetzt wirklich Lebensmittel ohne Ende. War das hier eigentlich schon immer rot? Ah ja, klar, das ist hier die rote Lava, die da drin gespiegelt wird in Gold. So, haben wir noch Platz für weitere Bauernhöfe. Militärgebäude haben wir besetzt, das ist ja gut, aber wir brauchen... Ah, guck mal an! Wie ich schon vermutet habe, haben wir hier hinten tatsächlich Platz für Bauernhöfe. So, die Baracke haben wir besetzt. Sehr gut. Und die haben wir jetzt auch endlich besetzt. Auch endlich besetzt. Und dann können wir hier unten sogar fast ans Wasser ran. Okay. Da können wir aber nichts bauen. Das ist natürlich doof. Das ist natürlich sehr doof. Na, wir bauen nochmal eine Straße hin. Straße bauen. Bis da. Und so. Und von hier nach da. Ja, das ist natürlich auch wieder Quatsch. Also hier Bauernhof und hier Bauernhof. Verbinden wir untereinander. Hier noch eine Fahne. Straße bauen hier hin. Und den Bauernhof verbinden wir damit. Und wir gehen mal eben hier hin und stellen das mal auf Sensen um. Aber gleichzeitig gehen wir auch mal eben ins Hauptquartier und schauen da mal nach, wie viele Werkzeuge da sind. 5 Sensen haben wir noch. Ein Nudelholz haben wir im Lager. Dann machen wir doch noch weitere Nudelhölzer. Vorerst. Und in der Schlosserei, da ist noch ein bisschen was. Okay. So. Also jetzt kommen hier neue Bauernhöfe hin. Dann brauchen wir in der Nähe oder auf dem Weg zu Versorgungsgebäuden bzw. zum Lager bräuchten wir, na gut, die kommen hier lang mit ihren Waren an der Mühle vorbei. Eventuell könnte man hier noch eine weitere Mühle errichten. Und wisst ihr was, das machen wir jetzt auch sofort schon. Dann steht die da.
So. Okay. Brunnen haben wir da stehen. Militärgebäude war das, was wir erobert haben. 1, 2, 3, 4, 5 und ein Kundschafter. So, da können wir mit 3 Mann angreifen. Hier haben wir einen drin. Und hier haben wir 3 drin. Und die sind auch alle wieder gesund. Das sieht gut aus. Dann machen wir das und greifen weiterhin an. Was war hier nicht irgendwo noch das Portal? Hier war das Portal in der Nähe. Ah, und deswegen können wir hier nichts bauen, weil wir sonst zum Portal einfach rüberkommen könnten. Das soll uns sagen, dass wir den grünen Gegner angreifen müssen. Hier kommen wir aber nicht rüber. Kann ich keine Soldaten hinschicken. Ah ja, das ist ja ein fieser Trick. Ein fieser Trick, der von uns verlangt, dass wir hier hinten rumgehen. Wahrscheinlich ganz hier hinten rum. Naja, ob ich das so gut finde. Naja, wohl eher nicht. Aber dann machen wir Folgendes, dann greifen wir das da an. Und wenn es geht, ne, da haben wir jetzt nur noch einen über, das machen wir dann nicht. Aber hier der Wachturm, der wird auch kommen. Ich denke mal, hier oben wird nicht viel sein, da wird er kaum. Aber wobei, hier oben an den Wachstuben bauen, naja. Will ich mich nicht allzu weit aus dem Fenster lehnen dann. Hier richten wir erstmal noch ein paar Eisenminen ein, da noch eine Eisenmine. Und denen fehlen nach wie vor die Lebensmittel, wie man sieht. Ah, da haben wir schon Unteroffiziere. Und ich denke mal, hier wird auch fruchtbares Land sein und dann können wir hier auch weitere Bauernhöfe errichten. Hier wäre vielleicht auch ein Lagerhaus gar nicht mal. Ah, wobei, hier haben wir ja ein Lager. Warum war das da doch nicht? Na, krieg das angeklickt. Da, zack. Ja. Oh, Gold. Das ist sehr schön. Viel Gold. Kohle. Auch nicht schlecht. Noch mehr Kohle. Und wir haben die nächste Wachstube erobert. Dann binden wir die auch gerade. Warum wird denn? Achso, wegen der Ruine, die da noch ist. Warten wir noch mal eben noch einen Moment ab. Bauen da schon mal Straße hin. So, jetzt kriege ich hier wieder nur einen Bauernhof hin, dann baue ich den hier rein. Und verbinde den damit. Oh, und ich muss wieder die Schlosserei ausstellen. Ich denke mal, wir haben jetzt hier wirklich eine ganze Reihe. Ja, jetzt haben wir da 6 Nudelhölzer. Naja. Naja, naja, naja. Wollte ich jetzt nicht unbedingt haben, aber gut. Haben wir ein bisschen Vorrat. Okay, so, Eselzucht, haben wir die eigentlich schon gebaut? Da haben wir sie ja, genau. Gut, dann haben wir das. Die Wachstube hier, ja gut, wir müssen ja hier aufpassen, dass wir hier nicht zu schwach aufgestellt sind in der Ecke hier oben, weil da der Gegner auch noch sein kann. Hier kommt auf jeden Fall noch eine Holzfällerhütte hin. So, und ja, wenn ich das jetzt hier nicht irgendwie... Ich hätte hier eigentlich ganz gerne... Ja, sparen wir uns hier den Bauernhof und machen hier in die Holzindustrie noch hin. Also Industrie, wenn man so bezeichnen kann. Ja komm, wir machen hier ein Forsthaus hin. Haben wir da einen Holzfäller. Und den reißen wir aber auf jeden Fall ab. Gucken wir mal, ob wir hier eventuell noch ein Stückchen weiter runter rutschen können mit dem Gebäude. Na, gucken wir mal, was wir dann da in der Ecke machen. Okay, so, dann passt das soweit erstmal. Brauerei läuft jetzt nur noch bei 60%, das ist gut. Mehr brauchen wir auch gerade gar nicht. Wir haben eigentlich gar kein Bier momentan nötig. Gehen wir mal zum Lagerhaus. Ich kann euch ehrlich gesagt auch gerade gar nicht sagen, warum das so ruckelt. Das ist, weiß ich nicht, unglaublich doof. Aber ist mal wieder einfach so. Ich habe nicht den besten Rechner und ich habe momentan auch keine Bestrebungen, den... also es ist zumindest gerade nicht akut, dass ich ihn mir neuen kaufen müsste. Deswegen steht das mal ganz hinten an. YouTube ist ja auch nur ein Hobby. So. Also nur eins von vielen, muss ich da dazu sagen.
Okay, so ein Goldbergwerk haben wir da. Das ist schon mal schön. Ah, und guckt mal an, die Fischer wird jetzt endlich fertig. Sehr gut. Ich hoffe, dass wir hier auch dann reiche Fischgründe haben. Aber wir können vermutlich nur hier in diesem kleinen Areal angeln. Aber vielleicht reicht das ja. So, den Wachturm greifen wir an. Oh, ich wollte gerade sagen, was habe ich denn da gehört? Offenbar habe ich hier das Katapult gehört. Das ist nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut. Wenn sich hier die Wachstube treffen, dann stirbt hier der Soldat und dann, oha, ist was dann passiert? Dann wird hier das Areal erweitert vom Gegner. Schicken wir mal hier den Unteroffizier hin und hoffen, dass er hier keine Steine geliefert bekommt. Ah ja, guck mal an. Schmiede ist fertig. Eisenschmelz ist auch schon fertig. Die hat noch keine Rohstoffe. Eisenschmelz haben wir da. Kohlebergwerk haben wir da. Ah ja, guck mal. Die Wachstube kann ich jetzt verbinden. Sehr gut. Aber hier geht natürlich weiterhin nichts hin, weil hier noch Gebäude im Weg sind. Ich denke mal, hier wäre noch ein Bauernhof möglich, aber passt gerade nicht so. Obergefreitenlichter mal nicht hinschicken. Keine Rohstoffe, das ist okay. Jo, das passt soweit. Aber wir werden mal noch ein paar Soldaten abziehen, wo wir sie nicht gerade brauchen. Das ist alles leer hier. Kann ich die hier abziehen? Ich muss die hier abziehen. Ja, da ist schon keiner drin. Jetzt muss ich die tatsächlich hier oben abziehen. Naja, kann ich hier noch weitere leer machen? Naja, die sind ja schon alle leer. Aber guck mal hier. Dann räumen wir das mal aus. Da haben wir sogar einen General drin. Das dann auch. Wenn der Gegner das nicht angreifen kann, dann ist das ja gut. So, Militärgebäude erobert. Ah, sehr schön. Wow, das hat echt was gebracht. Wow, das war knapp. Das müssen wir mal schnell verbinden. Hier mit dem. Und dann müssen wir direkt mal. Ja, da können wir gerade die angreifen. Ja, das ist nicht gut. Ich hoffe, jetzt kommen die Soldaten noch schnell, die wir gerade abgezogen haben aus anderen Gebäuden. Hier, den machen wir noch leer, den Wachturm. Da brauchen wir ja gerade keinen Soldaten. Von hier aus könnten wir eventuell diesen Wachturm angreifen. Dann machen wir das auch. Mal kommen die nicht von da. Zwei Gefreite, die schicken wir da auch raus. Die brauchen wir da nicht. Und die Wachstube brauchen wir auch nicht mehr. Die Wachstube brauchen wir auch nicht besetzt. Wird auch das geräumt. Ja, und der Wachturm hier unten, der hat auch soweit keine Funktion mehr. Ah, doch, hat er wohl. Na gut, vielleicht geht da ja noch jemand in die Wachstube hier dann dafür. Da ist noch unser Offizier unterwegs. Der greift ja diesen Wachturm an, genau. Unser nächster Gegner, der ist wo? Oder haben wir den hier vorne hingeschickt zu dem Turm? Weiß ich gerade gar nicht. Mühle, Forsthaus und so weiter sind fertig, sehr gut. Jo, das passt. Wir gehen nochmal rüber. Wir werden hier immer noch beschossen, das ist super gefährlich. Wir haben immer noch keine Soldaten bekommen. Keine neuen da an der Ecke. Wenn die treffen, dann ist das Gebäude futsch. Ah, da kommen Soldaten. Haben wir da jetzt das Katapult zerstört? Nein, das ist immer noch da. Jetzt muss da auf jeden Fall einer rein. Ja, sehr gut. Guck mal, jetzt können wir hier wirklich Bauernhöfe en masse bauen. Zack, die Straße da durch. Ja, bis da erstmal. Das brechen wir nochmal ab und dann bauen wir das hier gleich mal quer da durch. So, da unten ist das Katapult. Dann greifen wir die Wachstube nicht an. Schade, da haben wir kein. Oh, die greifen hier den Wachturm an. Das ist gar nicht gut. Hauptquartier können wir nicht angreifen.
Ah, wir müssen hier unbedingt die Wachstube zerstören. Die Wachstube müssen wir angreifen. Unsere Soldaten sind jetzt gerade erst auch auf dem Weg. Oh Mann. Den Wachturm, ja, den will ich auch nicht leer räumen. Dann greifen wir das da jetzt mal an. Und den Wachturm können wir nicht angreifen. Die Wachstube können wir nicht angreifen. Und das Hauptquartier können wir auch nicht angreifen. Die schießen hier weiter. Oh wei, oh wei. Wenn die treffen, dann ist der tot. Der Offizier. Es wird mir hier viel zu knapp. So, und ich hoffe, jetzt geht dann einer darüber. Das machen wir mal so. Das Areal hier ist hier eh tot. Jo, dann kommt hier noch ein Bauernhof hin. Und hier kommt noch ein Bauernhof hin, der steht dann genau auf dem Felsen. Das ist super. So, verbinden wir das so miteinander. Hier dann eine Mühle hin. Hier eine Bäckerei. Und hier oben ein Brunnen. So, jetzt darf der Stein nicht treffen. Hat er nicht in diesem Fall. Ah, unser Unteroffizier ist tot. Uah, schade. Okay, jetzt haben wir hier eine ganze Reihe an Soldaten frei. Dann schicken wir hier mal drei hin. Und hier. Jetzt dann vier. Dann soll es jetzt mal losgehen hier. Ordentlich angreifen. Puh, okay. Ich hoffe, das funktioniert. Ich hoffe, der Gegner bekommt bald keine Steine mehr. Und ich hoffe, dass ich bald wieder Zeit finde für die nächste Folge. Denn wir sind am Ende der Folge angelangt. Wir machen jetzt an der Stelle eine Pause. Ich hoffe, wie immer, dass es euch gefallen hat. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis demnächst. Tschüss!